Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost in the Shell, in der mir der Olli wunderschön reingequatscht hat in die Anmoderation. Ja, ich wollte nur sagen, das wollte ich nur daran erinnern, dass ja, ich dran lass bist. Aber den netten Herrn immer aussprechen. Ja. Dass ich mir nicht. Niemand ins Wort fällt. Oder dass ich niemanden ins Wort falle. Aber es ist okay. Und wir spielen mal wieder die Prototyp-Map Schloss. Ja. In Terminal Conquest. Wie sieht's aber mal aus? Und diesmal sind wir auf der anderen Seite, ne? Das ist doch eigentlich ich mal. Ich glaube schon, ja. Es kommt mir nicht so arg bekannt vor, deswegen ja. Das ist, glaube ich, die andere Seite. Wie ist es da oben so die Aussicht her? Tödlich. Ah, ja. Kugelhagel. Man hat eine gute Aussicht aufs Wetter, das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das ist jetzt wieder die Alpha-Map. Wir müssen uns zurückziehen auf B. Das sind wir ja schon. Ah, ich sehe die. Aha. Ich spiele übrigens gerade mal den Raketenwerfer-Typen. Und den, ich bin aus irgendeinem Grund war ich gerade noch auf Platz 1. Ja, weil du halt der Sieger der Herzen warst. Ja. Ich bin gerade mal dabei, den Think Tank zu hacken. Ich hab meine. Meine Rakete jetzt erstmal vor lauter Aufregung komplett ins Leere geschossen. Das ist ein bisschen schade, dass man die Rakete nicht abwählen kann, wenn du sie mal aktiviert hast. Ja, ich wusste gar nicht, wie das läuft mit der Rakete, ob die jetzt automatisch schießt oder ob ich das nochmal drücken muss. Nee, jetzt weiß ich's. Die wählst du halt aus, kannst du schießen und aber leider nicht wieder wegpacken. Das ist wie wenn man den Dödel mal rausgeholt hat. Mhm. Ja, der muss dann, der bleibt dann einfach draußen, bis man ihn verwendet hat. Genau. Bis er abgeschossen wurde. Richtig. So, jetzt kommt mein Arm-Launcher. Geil, dass ich das auch mal gesehen habe. Ich muss ja ein Gespür für meinen neuen Helden hier kriegen. Ist ja schon, Aber diesmal, die räumen wieder ganz schön auf mit uns. Aha. Also liegt's nicht unbedingt an der Seite. Nee, das liegt bestimmt an vielen Dingen auf einmal. Ja, es kommt natürlich auch immer aufs Team an, also. Ja, klar. Und wahrscheinlich sind da auch ein paar Leute dabei, die dieses Spiel öfter spielen als wir. Das ist durchaus wahrscheinlich, wenn man sich so die Ränge anschaut. Mhm. Aber ich muss sagen, dafür, dass wir immer so beschissene Ränge haben, ja, sind wir gar nicht mal so schlecht. Ja. Also jetzt gerade schon. Wie ich es gesagt habe, bin ich nämlich erschossen worden. Aber prinzipiell, vom Prinzip her. Ach. Finale, ja. Da rechts ist ein Fenster. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Wo der rausgeschossen hat, mhm. Ja, da ich genauso. Nice to know. Ah! Da war auch ein Fenster, wo er reingeschossen hat. Wirbel. Ja, Leute, das wird nichts mehr. Aber wir haben mal wieder die Prototypen-Map gesehen. Alter, ey, was haben denn die auch für krasse Waffen am Start, ey? Ich hab so das Gefühl, die drücken mir, sobald ich einen Schuss abgebe. In der Zeit hat der mir schon, keine Ahnung, ganzes Magazin reingedrückt halt irgendwie. Ja, also... ein bisschen das Gefühl. Ne, das sind halt die Waffen, die du dir zusätzlich kaufen kannst. Na, wenigstens konnte ich mich rächen. Die sind dann halt doch nochmal ein bisschen... Ja, das Geilste wäre halt echt, wenn kein Schwanz dieses Spiel halt damit unterstützen würde, indem er Waffen kauft. Ja. Weil die Teile sind teilweise schon ein bisschen arg fies, obwohl mir auch einer geschrieben hat, und es kommt gar nicht so drauf an, welche Waffen du hast und so. Ja, kommt es prinzipiell ja auch nicht, weil du halt dich auch nicht großartig heilen kannst oder sowas. Ja. Und wenn du halt einfach scheiße spielst und dafür eine geile Waffe hast, heißt es ja auch nicht viel. Also. Ja, es macht halt die Zweikämpfe teilweise ein bisschen. Ah, der steht oben auf der Mauer und hat ein blödes Tarnfeld aktiviert. Und das siehst du in der Map kaum, weil die noch so, pixelig ist. Ja.
Also so nicht so, untext. Ja, so untexturiert. Da sieht man das Tarnfeld kaum schimmern. Also ich... Ja, gut. Schick. Okay. Alter. Ja gut, jetzt habe ich aber auch gerade gespielt wie der erste Mensch, muss man auch mal dazu sagen. Aber wir kennen die Map halt auch noch nicht. Granatenkill. Das war die beste Aktion, die ich in der Runde wohl gerissen habe. Ich habe meine Rakete schon wieder verschossen hier. Okay, aber diesen Innenhof, der schaut eigentlich ganz danach aus, dass man den gut verteidigen kann. Ja, wenn man da in der Mitte hochgeht, habe ich gerade festgestellt, ist ganz cool. Wir müssen jetzt bloß schauen, dass das Spiel hier noch nicht vorbei ist, dass wir wenigstens auch nochmal erobern. Und ich könnte schon wieder kotzen, dass irgendjemand dass ein neuer reingekommen ist, den ich noch nicht gemutet habe, der seinen Sprachchat wieder aktiv hat. Was ist denn da heute los? Ist heute Tag, dass ich gehe anderen Leuten mit meinem Sprachchat auf den Sack? Ui, ui, ui. Kann man eigentlich hier rauf? Ach! Wir müssen Alpha dringend retten, ey. Verloren. Oh, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Mann, grad. Alter. War gerade 2 Meter entfernt noch. Mhm. Sehr schade. Na gut, war eine schnelle Folge jetzt. Keine richtig. Erfolgreiche, aber es wird besser. Es wird jetzt, immer wieder jetzt, besser. Jetzt haben wir wenigstens die andere Seite vom Schloss mal gesehen. Ja. Und wurden gnadenlos in den Arsch gefickt. Jo. Wir beschweren uns halt einfach auch viel zu viel, ne? Daran liegt es halt vielleicht auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr denn möchtet. Bis dahin, haut rein und bis dann. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.